Vier Wochen vor der Landtagswahl in Hessen sieht es für die SPD nicht gut aus. In der neuesten INSA-Umfrage rutscht die Partei um 2 Prozentpunkte ab und die Grünen rücken immer näher. Das zeigt die aktuelle INSA-Umfrage für die Bild-Zeitung. Demnach verlieren die Sozialdemokraten 2 Prozentpunkte und kommen nur noch auf 20%. Das entspricht nahezu dem Wert der Landtagswahl in Hessen 2018. Vor 5 Jahren konnte die SPD in Hessen lediglich 19,8% der Wähler von sich überzeugen. Damals war die SPD schon um mehr als 10 Prozentpunkte abgestürzt. Offenbar kann Spitzenkandidatin Nancy Faeser diesen Trend nicht drehen. Vielmehr muss sie aufpassen, nicht von den Grünen und deren Spitzenkandidat Tarek Al-Wazir geschluckt zu werden. Wenn an diesem Sonntag die Wahl zum Hessischen Landtag stattfinden würde, könnten die Parteien mit folgenden Ergebnissen rechnen. CDU 29%, SPD 20%, minus 2. Grüne 19% plus 1, AfD 15% plus 2. FDP 6% minus 1, Freie Wähler 4% unverändert. Die Linken würden lediglich 3% der Wähler auf sich vereinen und würden nicht in den Landtag einziehen. Die übrigen Parteien würden 4% der Stimmen auf sich vereinen. Seit 1999 ist die SPD in Hessen nicht mehr an die Macht gekommen. Faeser wollte das ändern, doch ihren Wahlkampf überschattet der Skandal um die Absetzung des ehemaligen BSI-Chefs Arne Schönbohm. Am 8. Oktober wird in Hessen gewählt und laut INSA-Chef Hermann Binkert wird die CDU mit Abstand die stärkste Kraft bleiben. Doch der Kampf um die zweitstärkste Kraft und um den Einzug ins Parlament für FDP und Freie Wähler wird spannend.